Willkommen zu einem weiteren Video zur Starterbox, dem ersten Starterdeck, das jemals erschienen ist. Und zwar habe ich mir gedacht, was würde passieren, wenn ich mir das Ding dreimal im echten Leben kaufe und dann nur das Beste behalte, um daraus ein möglichst gutes Deck zu bauen. Und dabei ist das hier entstanden. Gar nicht mal so schlecht, oder? Für damalige Verhältnisse auf jeden Fall halbwegs brauchbar. Heutzutage absoluter Bullshit, natürlich, aber naja, ich muss auch die aktuelle Bandlist berücksichtigen. Da gehe ich nur einmal. Und wir schauen einfach mal, was das Deck heute noch irgendwie reißen könnte, wenn man es sich dreimal kaufen würde. Erstmal 20 Monster, nämlich zweimal Blue Eyes, dreimal Unterweltreflexion, dreimal Masaki, legendärer Schwertkämpfer, dreimal Strahl und Temperatur, dreimal Nebelkönig, dreimal Flammenmanipulator und dreimal grüner Phantomkönig. Dann 16 Zauberkarten, nämlich einmal Regeki wegen der Bandlist, dreimal Polymerisation, dreimal Falle entfernen, dreimal Berg, dreimal Yami, zweimal Sogen und einmal Wald. Und dann noch vier Fallenkarten, nämlich dreimal zwei Klauenangriff und einmal Drachenfanggefäß. Dann zum Extra-Deck 15 Karten, dreimal Flammenschwertkämpfer, dreimal dunkler Feuerdrache, dreimal Feuerritter Charubin, dreimal Flammengeist und dreimal Verschmelzer. Man spielt 15 Karten im Extra-Deck, obwohl es vollkommen unnötig ist, weil man 6 davon eh nicht beschwören kann. Beziehungsweise sind in diesem Build sogar nur 3 Stück, die man beschwören kann, nämlich der Flammenschwertkämpfer. Aber man gibt dem Gegner wichtige Informationen über das Extra-Deck, beziehungsweise über das Deck, wenn man kein gescheites Extra-Deck hat. Deswegen immer 15 spielen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, Monarchendecks zum Beispiel, da macht man das nicht. Aber sonst immer 15 Karten im Extra-Deck, wenn es geht. Und da ich hier genau 15 zur Verfügung habe, auf jeden Fall rein damit. So, aber jetzt zu einigen Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Zunächst mal, warum nur zwei Blue Eyes? Ganz einfach, man will ihn nicht zweimal auf der Starthand haben, weil er tot kommt, denn ihn zu beschwören mit diesem Deck hier ist extrem unwahrscheinlich. Dann haben wir ja eigentlich nur noch Beatsticks. Unterweltreflexion, Masaki, Strahlentemperatur, Nebelkönig. Das sind einfach die besten Beatsticks, die wir hier haben. Die haben 1000 oder mehr Angriff, was echt gut ist für Starterbox-Verhältnisse. Und wir haben hier noch den grünen Phantomkönig, weil der hat viel Def. Und dann haben wir hier noch den Flammenmanipulator, denn der kann zusammen mit Masaki und den drei Polymerisationen auf den Flammenschwertkämpfer gehen, der mit 1800 echt gut ist für diese Verhältnisse hier. Deshalb ist er hier auch dreimal drin, genauso wie Poly, Flammenmanipulator und Masaki. Und weil man halt insgesamt auf 15 Karten kommen sollte im Extra-Deck. So, was haben wir noch? Wir haben hier noch den Rageki, der ist die beste Karte des Decks, leider auf 1 limitiert und ich muss mich ja wie gesagt an die aktuelle Bandlist halten. Dreimal Poly, ganz einfach für den Schwertkämpfer. Ich setze so hohe Priorität in die Poly und den Schwertkämpfer, weil das einfach das Beste ist, was das Deck raushauen kann, bis auf Blue Eyes. Und deshalb, es ist der einzige Beatstick, der irgendwie relevant ist, wenn er draußen liegt mit 1800. Deswegen dreimal. Fall entfernen, keine Ahnung. Sonst würde man die ganze Zeit einfach nur Monster tot ziehen, wenn ich noch mehr Monster spielen würde. Deswegen halt dreimal die. Und dreimal Berg, dreimal Yami, zweimal Sogen und einmal Wald. Weil die halt halbwegs zu den Monstern passen, die ich spiele. Und weil Sogen halt den Schwertkämpfer auf 2000 boosten könnte. Zwei Klauenangriff einfach, weil er der einzige Removal ist. Und einmal Drachenfanggefäß, falls ich halt irgendwie den Blue Eyes in die Fresse bekomme. Wenn ich gegen das andere Starterbox-Deck spiele. Gegen das alte, was nicht verändert wurde. Das war es im Prinzip schon. Und wir sehen jetzt ein Duell zwischen der besseren, von mir verbesserten Startbox und dem Original. So, da befinden wir uns auch schon im Replay zwischen dem guten Starterbox-Deck und dem schlechten. Und man sieht schon an der Starthand, welches Deck auf jeden Fall besser gebaut ist. Denn wir haben hier beim guten eigentlich nur halbwegs relevante Monster. Und beim schlechten nur Bullshit. Spielen wir einfach mal ab. Die schlechte öffnet mit Necromancer, mit 800 Angriff. Aber das Gute hat schon die Unterweltreflexion draußen mit 1100. Denn das Gute spielt das Monster ja dreimal. Da kommt Masaki, tauscht aber nicht. Denn das soll mal schön die gute Starterbox machen. Und da kommt Strahl und Temperatur mit 1000 Angriff. Und die gute Starterbox tradet. Da kommt Nebelkönig und dieselbe Situation trifft wieder ein.
Und wir haben nochmal Strahl und Temperatur. Und können wieder gescheit tauschen. Und da wird auch schon grüner Phantomkönig gesetzt. Und der Steinschmelzer kommt ins Spiel. Verdeckt liegt hier übrigens ein Drachenfanggefäß, was noch wichtig wird, denn wir haben ja hier den Blue Eyes und der wird beschworen, sobald es möglich ist. Selbstverständlich. Aber wir haben auch den Flammschwertkämpfer und der ist Game. Denn gegen den kann die schwache Starterbox eigentlich nichts machen. Außer zwei Klauenangriff oder Regeki und beides wurde nicht gezogen. Von daher war das hier ein sehr eindeutiges Spiel. Ich glaube, Berg hätte ich auch eine Runde früher legen können, macht aber eh keinen Unterschied, weil er an 2500 Def so ohnehin nicht vorbeikommt. Und jetzt ist es eigentlich nur noch ein reines Beatdown-Duell, bei dem die schwache Starterbox keine Chance hat, solange sie kein Regeki zieht. Deswegen wollte ich halt mit der starken Starterbox möglichst schnell gewinnen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Das Gefäß war halt ein bisschen lucky von meinem Gegner, aber naja. Dafür hatte ich halt hier meinen Flammschwertkämpfer und mein Blue Eyes gleichzeitig, was auf jeden Fall auch sehr viel Glück war, da ich mir ja nichts suchen kann. Aber da ich halt jede Karte dreimal spielen kann, ist das recht wahrscheinlich. Da bin ich nochmal auf Nummer sicher gegangen mit dem 2-Clown-Angriff und gewinne dieses Duell hier problemlos gegen die schwache Starterbox. So, da kommen wir auch mal zum Fazit. Wie gesagt, das Deck besteht zum Großteil aus Müll und ich musste hier einfach das Beste nehmen, was ich hatte. Obwohl ich von 150 Karten nur die 40 besten genommen habe, beziehungsweise die 55 mit dem Extra-Deck, habe ich immer noch sehr viel Müll hier drin. Nahezu alle Monster sind wertlos aus heutiger Sicht und selbst der Flammschwertkämpfer, der ist einfach nicht gut. Und Blue Eyes bekommt man nur schwer raus. Falle entfernen ist einfach nur drin, weil es nichts Besseres gab. Und die ganzen Feldzauber sind natürlich absoluter Schwachsinn. Und auch der 2-Klauen-Angriff ist dann minus 2. Aber mehr kann man hier nicht rausholen. So, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr aus dem Deck gemacht hättet und wie ihr die Folge fandet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.